Durch die Mierwald-Methode lässt sich mit einfachen Messverfahren das biologische Alter bestimmen. Neben dem chronologischen Alter berücksichtigt diese Methode das Körpergewicht sowie die Körpergröße im Stehen und im Sitzen. Basierend auf diesen Parametern wird mit Hilfe einer validierten Formel das biologische Alter geschätzt. In diesem Video zeigen wir Ihnen, wie Sie die erforderlichen Messungen korrekt durchführen und mit Hilfe eines Eingabetools das biologische Alter ermitteln können. Für die Messung des Körpergewichts wird eine kalibrierte Digitalwaage benötigt, die auf einem ebenen und festen Untergrund platziert wird. Die Körpergröße im Stehen wird mit einem Zollstock ermittelt, der senkrecht zum Boden an der Wand platziert wird. Um die Größe im Sitzen zu messen, wird ein weiterer Zollstock benötigt, der wie im Video dargestellt zusammengeklappt und auf einem rechteckigen Tisch mit einer Tiefe von mindestens 70 cm platziert wird. Die Zollstöcke sollten eine gute Stabilität aufweisen und die Ziffern gut erkennbar sein. Als weitere Hilfsmittel werden zudem ein Klemmbrett und ein PC benötigt. Für die Messung des Körpergewichts werden zunächst die Schuhe ausgezogen. Die Kleidung sollte sich auf das Minimale wie Socken, kurze Hose und T-Shirt beschränken. Ebenfalls sollte darauf geachtet werden, dass die Hosentaschen geleert sind. Anschließend stellt sich der Spieler auf die Waage. Das Gewicht sollte dabei auf beiden Füßen gleichmäßig verteilt sein. Nach der ersten Messung verlässt der Spieler die Waage vollständig und der Messwert wird notiert. Sobald die Anzeige der Waage wieder bereit ist, betritt der Spieler erneut die Waage für eine zweite Messung. Wenn die Differenz zwischen den beiden Messergebnissen mehr als 0,4 Kilogramm beträgt, wird eine dritte Messung durchgeführt. Für die Messung der Körpergröße im Stehen bringt der Spieler Gesäß, Rücken und Kopf in direkten Kontakt mit dem Zollstock. Die Füße werden zusammengeführt und die Fersen berühren die Wand. Der Blick geht geradeaus. Der Spieler atmet tief ein und hält die Luft an. Währenddessen wird das Klemmbrett senkrecht zur Wand zum Scheitel geführt und die Haare werden fest nach unten gedrückt. Nachdem der Messwert an der Unterkante des Klemmbretts abgelesen wurde, verlässt der Spieler die Wand und stellt sich für eine zweite Messung erneut an die Wand. Falls die beiden Messungen sich um mehr als 0,4 cm unterscheiden, wird die Messung ein drittes Mal durchgeführt. Für die Messung der Körpergröße im Sitzen setzt sich der Spieler auf den Tisch, wobei der Zollstock so an den unteren Rücken des Spielers geführt wird, dass die Lendenwirbelsäule möglichst die Kante des Zollstocks berührt. Die Gesäßmuskulatur wird entspannt gehalten. Die Knie- und Hüftgelenke sind ungefähr um 90 Grad gebeugt. Die Beine sind nahezu geschlossen und hängen locker nach unten. Die Füße haben keinen Bodenkontakt. Die Hände des Spielers liegen auf den Oberschenkeln und der Blick ist gerade ausgerichtet. Die Messung erfolgt erneut am Scheitelpunkt des Kopfes. Nachdem der Messwert abgelesen wurde, verlässt der Spieler kurz den Tisch, um dann in die Ausgangsposition zurückzukehren. Sollte die Differenz zwischen den beiden Messungen mehr als 0,4 cm betragen, wird eine dritte Messung durchgeführt.